Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe gerade versucht, ein bisschen weiter zu spielen und es ist fehlgeschlagen auf jeden Fall. Darum versuche ich jetzt weiterzukommen. Und zwar Aufstieg in Arena 10 Teil 2. So, ich hoffe, wir haben diesmal einen kleinen Erfolg. Und ja. Weil, wie gesagt, ihr habt ja eben die Trophäen gesehen und falls ihr das andere Video gesehen habt, habt ihr ja auch mit Sicherheit gesehen, was da alles so abging. Oh, ich kann nicht kontern. Jetzt kann ich kontern. Ich hoffe nur, der Keinhaut erledigt das hier alles, damit er nicht so großen Schaden rausgeht. Natürlich kriegt er so einen großen Schaden. Ich habe mir gerade das andere Video angeguckt, bevor ich das auf YouTube hochgeladen habe. Seht ihr, es lädt hier gerade noch, hier der Beweis. Und da musste ich gerade diese Szene sehen, wo ich gesagt hatte, ich habe einen Knall und das kam sowas von falsch rüber. Wo ich mir jetzt denke, scheiße, was sollen die Leute jetzt denken? Also das war sowas von blöd von mir. Weil es ist zwar ein gutes Video geworden, weil es war ein gutes Video geworden. Ne? Clash Royale sowieso gut, Kult. Gut, Kult, ist mir scheißegal, was das ist. Auf jeden Fall war es dann trotzdem gerade ein bisschen dermäßig, weil wo ich das gesagt hatte, aber wir wollen jetzt nicht darüber reden, was ich im Video gesagt hatte. Sondern wir wollen diesen Pisser anschreien. Nein, das wollen wir auch nicht. Wenn ich das wieder mache, dann sagt YouTube, dieses Video enthält Beleidigung, deswegen kann das nicht auf YouTube hochgeladen werden. Was kommt als nächstes? Zeige ich eine Zeitung, es wird auch noch gesperrt. Weil ich eine Zeitung gezeigt habe oder was? Ja, sorry Leute, dass ich mich da ein bisschen drüber lustig mache, aber ich verstehe nicht, warum YouTube sagt, ne, machen wir nicht, nein. Nur weil ich diesen anderen Gespieler da angeschrien habe. Ich meine, das ist nicht so schlimm, das macht fast jeder in Clash Royale. Aber warum dann auf einmal YouTube sagt, ne, machen wir nicht, du hast andere Spieler angeschrien. Vor allem die Spieler haben das ja noch nicht mal gehört, ne? Weil die können ja schlecht durch ein Telefon dann hören, ob ich die anschreie oder nicht. Aber nicht zu machen. Kommt immer wieder nur dasselbe. Also ich wollte es jetzt nur kurz nebenbei sagen. Nicht, dass ihr euch wieder wundert, warum ich ja keinen anderen Spieler mehr anschreie. Na gut, es ist schon nebenbei wichtig. Weil ihr kennt mich, ich schreie eigentlich immer andere Spieler an. Na gut, fast immer. Ich werde nicht sagen, dass ich so ein Schreihals bin. Aber ein bisschen laut werden kann ich auch. Ich habe mich ja schon mal mit meiner Mutter gestritten und dann habe ich sie auch angeschrien und das hat sogar mein Stiefvater im Garten gehört, obwohl mein Dings, mein Fenster zu war und das muss schon einiges heißen. Ich wollte ja schon mal eine Roomtour machen für euch, weil ich hatte zwar keiner gefragt, aber ich dachte so, okay, für die Abonnenten könnte es schon ein bisschen wichtig sein, wie meine Hausung aussieht. Oder für ein paar Freunde von mir, die noch nicht bei mir waren, die, weil die mich nicht mögen. Wieso schaffe ich es nicht, gegen diesen Pisser zu gewinnen? Hat der was gegen mich, dann soll er es sagen, damit ich es weiß. Ich kann zwar nicht reimen, doch wir scheißen alle drauf, denn das Video guckt sich eh niemand an. Der Penner macht mir Schaden und dadurch ist er dran. Nee, ich mach mehr Schaden, jetzt ist er nicht mehr dran. Ja, in dem Moment vermisse ich meine Rakete. Und jetzt zum Beispiel hätten wir gerade richtig viel Turmschaden gemacht. Aber egal, gut, es war ein gutes Spiel. Nein, es war nicht schlecht. Gutes Spiel war es jetzt nicht wirklich. Okay. So, nochmal. Ich möchte unbedingt spätestens ab Teil 3 in Arena 10 kommen, weil ich werde es nicht an 5 oder 10 Teile da hängen, um in Arena 10 zu kommen, weil das ist einfach nur zu viel. So, warte mal, viel Glück. Und natürlich keine Karte mehr da, die ich zu ersetzen kann. Dann das war's. Dann wird es im Unentschieden, habe ich auch kein Problem mit, ey. Ich fange einfach an. Wenn er meint, er müsste nichts setzen, mache ich es.
Ach, jetzt muss er aber setzen, nachdem ich meinen Sepp verballert habe. Penner. Wochenende. Alles klar. So, und jetzt war mal den Kram. Na gut, ich will ihn jetzt mehr Schaden am Tor machen als er. Damit hier. Scheiß Hater. Nein, Spaß. Ist keine Hater. Ich weiß nicht, was daran lustig ist, dass ich. Ach, egal. Egal, passt schon. So, und noch einen Hit vom Schweinereiter gut gemacht. Okay, jetzt mal ganz genau überlegen. Ich muss an beide Türme einen Schaden kriegen, deswegen dahin. Ach, da ist ja noch einer. Oh je. Er setzt nichts. Oh wei. Das wird ein Dummheitsspiel. Wäre es ein Wettbewerb, hätte der Typ hier gewonnen. Ey, der hätte die woanders hinsetzen müssen, eben gerade. Viel woanders. Ja. Na egal, ein bisschen Schaden lassen wir ihn, bevor ich hier meine nächste Karte setze. Und das wird der Henker sein. Ich wollte ihn gerade ein bisschen Schaden lassen, aber na gut. So, der Baby Dragon ist abgelenkt. Banditen ist durchgekommen. Jetzt lache ich ihn mal aus. Banditin ist durchgekommen und was will man mehr? Alter, kein Horde. Ach, er hat ja Pfeile, also schon mal das hier setzen. Das hier setzen. Ich habe eh einen Turm, also Kopf hoch. Ich könnte jetzt sogar einen Push machen, aber darauf habe ich gerade keine Lust. Henker. Dann Pfeile. Ups, ich wollte Pfeile setzen. Scheiße. So, Pfeile. Den Typen, den Typen. Den Typen. Und krieg sogar noch einen Turm. Und er hat seine Pfeile verballert. Boah, es wäre jetzt sowas von Dreier-Sieg geworden. Gutes Spiel, aber. Lachen wir auch mal. So, dann machen wir mal die nächste Kronentruhe auf. Gucken, ob ich hier diesmal mehr Glück habe. Jetzt hätte jetzt eigentlich eine seltene kommen müssen, aber. Und jetzt epische. Oh. Im Kartensammler bin ich auch schon fast durch. Und ich kann wieder irgendwas. Irgendwem. Ach, meine D hier, ne? Oder? Ja. Die Musketieren auf 6. Na, noch nicht, noch nicht. So, jetzt brauchen wir erstmal. Jetzt mal gucken, ob ich in diesem Part schon Level Arena 10 komme oder nicht. Aber schon mal ein bisschen hoch saven. Okay, viel Glück wünschen. Dann fangen wir mit dem Schnipselreiter an und setzen den Henker hinterher, weil ich gerade keinen Sepp habe. Und das war ja klar. Inferno, Turm, was denn da für Lappen, Alter? So. Also ein Hit am Inferno-Turm. Theoretisch könnte ich jetzt die Lakaienhorde setzen, die fliegt dann rüber und macht die K.O. Okay, er hat auch einen Schnipselreiter, das heißt, damit er eigentlich Sepp hat. Er hat keinen Sepp. Er hat Sepp. Okay, doch hat er. Scheiße. So, der homosexuelle Arschgesicht macht mehr Schaden als ich. Nur. Ach ja, ich darf ja sowas nicht mehr sagen. Entschuldigung, Leute. Ja, toll, er macht mehr Schaden als ich. Der Typ hat einen Schaden, ja. So, Banditin kommt durch. Was sollte das denn jetzt werden? Banditin, da hat der gekitzelt, ey, lacht immer noch. Das höre ich bis hierher, dass sie immer noch am Lachen ist. So, diesmal kommt die Lakaienhorde hinterher. Ha, du hast nämlich nichts dagegen. Ha, ha, ja, fühlt sich das gut an. Okay, jetzt sind wir bei Lesion. Das ist Gott schwer, was soll ich denn setzen? Also ich darf jetzt nicht so viel setzen, das ist klar. Ich könnte meine Babys setzen, Elite-Babys. Könnte immer noch kontern mit dem Kram. Ach ne, der hat ja selbst Scheiße. Also ist schon mal ein Turm weg. Ach, hat er ja auch, okay, hat er Pech. Es bringt, ach egal, ich kann eh sagen, was ich will. Okay, haben wir schon mal da einen Schaden gemacht. Am liebsten könnten wir, also am liebsten würde ich jetzt da angreifen.
Allerdings nützt mir das dann nichts, weil ich ja woanders angreifen muss. Und ja. Also müssen jetzt die hier ran. Komm, meine Babys, macht Schaden, komm. Na egal, sondern sie abgelenkt sind. Alles klar, er hat den Sepp verballert. Na gut, es geht ja jetzt um alles, ne, aber er hat den Sepp verballert. Der Depp. Der Depp. Ach nee, der hat ja. Oh, scheiße, der hat ja einen Roll. Aha! Zu spät eingesetzt. Okay, wir können jetzt auf den großen Turm gehen. Logischerweise. Aber ich möchte erstmal den kleinen Down haben. Ist mir einfach nur sicherer. Kam jetzt eigentlich schon die Verlängerung? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Der soll das bloß sein lassen da mit seinem komischen Spielzeug da. Okay, jetzt kommen meine Babys. Okay, Schaden kriegst du? Nee. Okay, doch kriegst du. Okay, Kacke. Na toll, es war noch kein Kron-K.O. Fuck. Ich hatte mir jetzt eigentlich gerechnet, dass jetzt schon ein Kron-K.O. kommt, aber. Als ob! Ich krieg drei so. Ey, als ob ich krieg einen 3-Kronen-Sieg, so wie es aussieht. Okay, krieg ich doch nicht, aber dann muss ich meine Elite-Baby setzen. Das wird ein spannender Kampf. Ein spannendes Match. Okay, ich habe verloren. Oder? Hat so viel Schaden? Nein. Junge, hatte ich gerade Glück. Junge, hatte ich gerade Glück. Ach ja, das ja auch noch. Okay, Leute, das sieht gerade richtig gut aus für uns. Und? Ja, Mann. Auslachen. Alter, war das knapp. Ey, dieses Deck ist einfach langsam sowas von OP, ne? Ach, ich muss ja Karten sammeln, auch mal langsam fertig kriegen. Und ja, ich kaufe mir eine Legitruhe. Geil, ne? Legitruhe. Super Magitruhe. Ich freue mich schon, wenn ich die voll habe, ey. So, von meinen Freunden ist niemand on. Große Herausforderung. So, kann man hier irgendwo teilnehmen? Nein, okay. Nein, ich möchte nicht beenden. Schon oben das Video? Nein, noch nicht. Okay, dann kämpfen wir nochmal. Weil es sollte ja eigentlich noch ein Special-Video werden. Und da ich ja eh bis Arena 10 kommen möchte, können wir noch ein bisschen weiterspielen. Ich habe einen Kumpel, der heißt Ali. Aber es dürfte der eigentlich nicht sein, weil der so also mein Kumpel in Türke ist. Und ja. Ich mag eigentlich die Türken. Nein. Das war jetzt ein anderes Thema. Das war jetzt gerade blöd. Das war jetzt ein scheiß Thema. Das war gerade saublöd von mir. Hä, was machen die? Wieso haben die da gerade gar nicht angegriffen? Dann kommt er dran. Nein, kommt er nicht. Aber ein bisschen Schaden haben wir trotzdem gemacht. Aber wir haben nicht so viel Schaden gemacht, wie der meinen Turm gemacht hat. Also werden wir nochmal drauf kontern. Und wir kommen. Oh, Junge. Volle Elixierverschwendung, ey. Jetzt muss ich den hier setzen, ey, weil der überhaupt nicht. Na, war ja klar. Das war ja auch klar. Ich hasse das, ey, das regt so auf. Das glaubt mir keiner, ey. Ja, es war ja auch klar, Mann, Alter! Dieser Scheiß-Wichser, ey. Dieser blöde, blöde, blöde Penner. Na toll, der Zuschauer ist auch noch da. Dann setzen wir ihm die, ey, habe ich auch kein Problem mit. Na toll, er hat ja Elixier gespart. So, dann setzen wir mal die Pfeile. Kleiner Nigger, ey. Okay, das war jetzt auch ein Scherz. Penner kommt nicht ran. So, Pfeile hat er. Na toll, das ist dieses Problem, wenn die Leute einfach nur immer hier Elixier sparen, damit. Da seht ihr, geht schon wieder los. Er hat zwar jetzt gerade kein Elixier mehr, damit er kontern kann erstmal. Ja, und jetzt kommt auch noch Doppel-Elixier. Wieso tut mir das jeder an? Oh, jetzt könnte ich kontern. Okay, der hat immer noch zwar mehr Schaden als ich gemacht. Aber müssen wir den hier erstmal ablenken, weil sonst hat er den Turm weg. Hat er sowieso schon, aber ist egal. So, haben wir schon mal das geschafft. Jetzt müssen wir nur noch einen Turm kriegen. Okay, da. Oh, Junge, 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 das war knapp. Okay, dagegen was setzen.
Und gegen den Magier, aber der braucht erstmal Ausholung oder wie man das gerade nennt. Also Bam, Alter. Okay, den Scharfrichter schnell setzen. Supercell. Schnell. Supercell, wie komme ich jetzt auf Supercell? Okay, durchgekommen. Ja, schaffen wir es? Schaffen wir es nicht? Nein, schaffen wir nicht. Egal, es war ein gutes Spiel. Seven hat nichts gebracht. Na super, verloren. Richtig? Junge! Junge, wie knapp war das denn? Ich hab gerade voll den, ich hab gerade sowas von gedacht, dass wir am Verlieren sind, ne? Aber wir brauchen, na, ob ich meine Nachkommen, scheiß drauf. Gucken, ob wir hier was Gutes kriegen. Aber wir brauchen langsam Platz, weil wir nähern uns die Arena. Nein, ich will nicht nach Neues von Real. So, dann setzen wir den. So, wie viele Juwelen haben wir noch? Okay, 218, okay. Okay, noch ein Kampf und danach war's das erstmal. Okay, dann viel Glück wünschen. Erstmal was Kleines setzen. So einen großen Schaden machen wir erstmal nicht, wegen den Elite-Barbaren. Die waren ja einen ausreichenden guten Schaden. Oh ja, will er absteigen oder wieso setzt er gerade nichts? Oder spart der Elixier? Und ich setze mal die Elite. Er setzt immer noch nichts. Aber wenn er uns gewinnen lassen will, dann setze ich jetzt alles. Ach, jetzt muss er was setzen, ne? Jetzt, wo ich einen Turm kriege. Ja, der ist euer schlauste Typ hier, ja. Ich würde auf jeden Fall ein 3-Kronen-Sieg. Auf jeden Fall wird das ein 3-Kronen-Sieg. Ey, so dumm wie der kann doch keiner sein. Okay, irgendwie hat sein WLAN gerade abgekackt. Das kann auch passieren. Aber, nee, nee, nee. Es wird auf jeden Fall ein 3-Krone-Sieg, Alter. So, Schweinereiter ist durchgekommen. Macht guten Schaden. Ja, macht er. So. Aber das, was ich gerade immer noch nicht verstehe, ist, wieso setzt denn der jetzt auf einmal so viel? Hätte der eigentlich davor machen müssen. Und nicht erst danach. Das war ja auch klar. Dann müssen wir hier. Bam. Ups. Okay, der kriegt auch einen Turm, aber das ist nicht so schlimm, weil ich krieg einen 3-Sieg, 3-Kronen-Sieg, weil mein Gegner Scheiße gebaut hat. So, dann setzen wir mal hier einen schönen Sepp. Gleich nochmal einen Schnipselreiter und dann haben wir es geschafft. So, Schweinereiter. Jetzt müssten wir es eigentlich geschafft haben, sage ich doch. Und Bam gewonnen. Tja, man legt sich nun mal nicht mit mir an. Immer nur eine scheiß Silbertruhe, ey. Okay, letzter Kampf, Leute. Der entscheidende Kampf nach Arena 10. Wir kämpfen schon in Arena 10. Wir wünschen ihm mal viel Glück und gucken, ob wir es schaffen, in Arena 10 zu kommen. Es bleibt spannend. Wir fangen aber auch klein an. Okay, der kommt schon mal am Traum dran. Das ist sehr schön. Okay, das ist nicht schön. Okay, wir kämpfen schon in Arena 10. Das ist ein guter Vorteil. Nein, das ist ein Scheißvorteil, aber das ist ja egal. Okay, wir dürfen den Riesenskelett unbedingt nicht am Turm lassen, nur ich kann nichts setzen. Wegen den Dings da. Alles klar, sollte das gerade werden. So, das hat er schon mal nicht hingekriegt. Lappen. So, ein bisschen Schaden machen die auch noch. So, dann setzen wir die Lakaienhorde. Ja, also bisher machen wir ein relativ. Scheiße. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er damit kommt, aber das ist egal, denn wir kriegen gleich noch einen Turm. Also da tun wir mal Seppen, weil ich möchte einen Turm haben, weil der hat nämlich auch gleich einen. Den sage ich doch. So, da haben wir schon mal ein Türmchen. Mein Gegner meine ich, aber das ist egal. So, da haben wir nämlich auch schon mal ein Safe auf jeden Fall und. Okay, da brauchen wir nur noch Pfeile gegensetzen. So, meine Babys müssen durchkommen, ohne dass er jetzt ein Riesenskelett sei. Ja, toll.
Ja, ich bin mir meistens nie sicher, was ich setzen soll. Weil das ist jetzt der entscheidende Kampf nach Arena 10. Oder in Arena 10 zu kommen. Und bam. Ah, scheiße. Okay, es wird langsam besser. Setzen wir den mal dahin. Weil ich habe gerade meinen Feind verballert, deswegen. Sepp haben wir noch. Bam, Turm. So, jetzt müssen wir kontern. Alles andere ist egal. Kontern, kontern, kontern. Oh, oh. Nicht umsonst sage ich kontern. Nö. Aber auf den drei Kronen. Sieg. Hoffen. Das ist immer das Problem, ey. Immer sage ich so, okay, wir schaffen Sätze und so. Und dann kommt er mit irgendwas an, mit irgendeinem Konterscheiß hier, ey. Immer wieder selber. Das weiß ganz genau, das weiß der Typ, dass mich das ärgert. Und toll, gegen den habe ich jetzt auch mal wieder nichts am Start. Oh Mann, ey. Jedes Mal, wenn es spannend bleibt, wird. Na, nützt mir ja nichts. So lustiger Lakai, du. Und verkackt. Wieso habe ich diesen Fehler am Anfang gemacht, ey? Na egal. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und das Video ist jetzt auch drauf und tschüss.